35 Jahren. Da sucht mein Vater jeden Morgen eine bedeutende Zahl aus, um die herum baut er ein System. Warum gleich so schwere Worte? Das war doch nur ein Scherz. Aha. Wenn man zynisch ist, bekommt man Zahnschmerzen. Wir sollten Papa in den Wald bringen. Es muss kein Wald sein. Irgendein Ort, wo es schön ist, ungefährlich, angenehm. Nur weit weg muss es sein. Ja, und? Ja, dann lassen wir und gehen weg. Weißt du, warum man dich nicht aufnehmen will? Weißt du, warum? Weil du bei den Kommunisten warst. Das ist der Grund. Das ist ein Kommunist? Ja, willst du sagen, dass er stirbt oder nein, nicht? Nein, ich will sagen, dass das Geld im schlimmsten Fall in den Erben was übergeht. Es gibt nämlich noch andere Interessenten. Es fällt uns nicht automatisch zu. Bist du sicher, dass du nichts brauchst? Gar nichts, meine liebe Sorge. Ich nicht um mich verabrede ich mit jemandem. Geh aus. So, als wäre ich nicht da. Na gut. Nur, du hast ja niemanden. Geben Sie mir Ihre Tasse. Soll ich sie nicht noch schnell spülen? Na gut, wenn Sie partout nicht wollen, dann nehmen Sie meine auch. Als deine erste Frau habe ich wohl ein Recht darauf zu erfahren, was es Neues gibt. Du hast bestimmt wieder eine Freundin. Also melde dich, wenn du in der Gegend bist. Da ist man noch hier und im nächsten Augenblick, zack, ist man schon tot. Mensch. Man spürt, dass man nur durch einen Zufall getrennt ist vom tot. Ich mag dieses Wort nicht. Man merkt einfach, das Leben ist nichts. Es ist eine Mühsal.